predictions and analysis are becoming more valuable, more reliable, the more we are in the place. So that's why we are investing so much time in the place we would like to study. The approach we use is completely different from the normal forecast, where you try to guess what is the wind at 3 o'clock and then can be right, can be wrong, is to build up knowledge all together. So finally, it's pretty useful because it's something we build up together. Then my job during the Olympics will be just to identify the pattern, the scenario, the day. What we do is try to connect their observation with the science and create a pattern so that decisions can be really confident on the water, because you see what you have to do and what you have to watch and where you have to start, let's say. But in the end, it never brought you to the top mark, so it was actually a bit of a trap to go inside, and you went into the right wing and you actually got a left shift in this right wing, and then you tacked and went back to the start line, kind of. And was it visible on the water, this of the two wings? There was yeah, the right one. Something? The right one you could see on the water, I think, quite easily. And also the left, I mean, there was the shore, so it was a bit hard, but you could see it starting, like some gusts coming down from the shore. And the left one was moving, so if you saw like some wind close to the shore, you knew it would come to the course at some point. So you could go inside it as soon as you saw, you could go for it. Eine Sportart, die so sehr von äußeren Einflüssen abhängig ist wie Segeln, ist es wichtig, diese bestmöglich zu verstehen, um sich in jeder Situation richtig anzupassen. Das erfordert eine umfassende, präzise Zusammenarbeit, damit man das gelernte Wissen auch in der Praxis anwenden kann. Um sich einen Vorteil zu verschaffen, muss man den Wind und die Strömung des Wassers sehen und fühlen, alle Faktoren einfließen lassen, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. When they came into the top mark, Austria to windward. But Austria are still in bronze medal position on the water with all the points tallied up. It would put Argentina in first, Australia in second, Austria still in bronze, and New Zealand, even though they're winning on the water, are not going to get a medal. Ja, es war immer schon die Philosophie des österreichischen Segelverbands, so viel Zeit wie möglich im Olympiarevier zu verbringen. Das hat verschiedenste Gründe. Einer spielt doch damit, dass wir als Österreicher nicht so viel Zeit am Meer sozusagen segeln können. Unser Ziel ist es, dass wir hier uns so wohlfühlen und hier so oft waren, dass wir quasi wie zu Hause sind. Wir wollen das Olympiarevier zu unserem Heimrevier machen. Und abendliche sportliche Betätigungen, alternative Sportarten zum Segeln, bringen Spaß, machen den Kopf frei und machen immer Sinn, das nach dem Segeln zu machen und durch Spaß und Teambuilding am Abend zu haben. Ja, am Ende eines sehr anstrengenden Segeltages kommen wir zu unserem echt coolen, organisierten großen Haus, können uns da in den Pool hauen, ein bisschen rumblödeln miteinander. Und ein paar Spiele spielen und das ist mega cool. Ja, wir haben jetzt heute schon gut trainiert. Steve ist gerade abgeschlossen. Und ja, jetzt ist auch mal gut, den Kopf frei zu bekommen, den Tag abzuschließen und ja, dann morgen wieder frisch einzustarten in den nächsten Tag. Aber wir haben einfach das beste Essen überhaupt. Wir haben einen Koch mit dabei diesmal, das ist der Hammer. Ich glaube, es gibt Lachs, es gibt immer Salate, es gibt Reis, es gibt noch. Richtig viel Reis. Ich glaube, 5 Kilo Reis oder so. Immer viel. Na, mega cool, ne? Tipptopp, ja. Und Tiramisu. Wow, aber da habt ihr ja schon die Hälfte gegessen. Nee. Die 49, ja. Mein Name ist Hakan Salin. Ich bin für das Kulinarische zuständig, für unsere Segler. Und ich bin auch sehr stolz, dass mir die Aufgabe erteilt wurde. Es macht mir einen riesen Spaß, die kulinarisch zu verwöhnen. Und ja, ich hoffe, es passt. Es schmeckt jedem. Was
Okay, to collect data, we need devices and human beings, let's say, human eyes. So this is devices. We have developed actually an application to collect wind data, current data, and so on the water. Of course, we developed the software, but we have devices. The hardware have been developed by other companies. So what we do is the connection through the software, and we measure current, we measure wind, we take pictures about clouds and so on. And that's why we need a lot of human eyes observation. Let's say this is one of the key in every project. And thanks to our application, you can collect also this kind of feelings, human observation, and this kind of qualitative data that you can connect them to the scientific one. Die Motorboote sind alle ausgestattet mit einem Windsystem, damit wir quasi vor Ort hier die ganze Umgebung abklappern können, testen können, den Wind checken können, die Daten sammeln können, nicht nur Winddaten, sondern auch Strömungsdaten. Und das ist quasi mein Job, den ich hier mache, dass wirklich die Motorboote exakt gleich ausgerüstet sind, dass diese Wetterstationen sich untereinander verbinden und wir so viel wie möglich akkurate Daten sammeln können. Gut, es ist im Anfangsstadium noch, weil wir haben jetzt auf neue Wettersysteme gewechselt mit neuen Wettermasten, das sind Carbonmasten speziell angefertigt, mit Brackets, wo diese Wetterstationen reinkommen. Jetzt stehen wir schon ganz schön gut da und wir können wirklich von 5 Motorbooten aus sagen, wir haben gute Daten, die wir auch verwerten können. Ja, wir sind immer sehr früh in den Olympiarevieren, weil im Segelsport macht es einfach wirklich einen großen Unterschied, ob man sich erstens zu Hause fühlt an dem Ort, wo man segelt, wo die Wettkämpfe sind, aber auch die Topografie mit einigen Bergen und Felsen, die in der Umgebung sind, spielt eine sehr große Rolle und das gilt jetzt einfach in den nächsten Wochen, in den nächsten 2 Jahren sehr genau herauszufinden, zu erforschen. Wir haben da mit Elena Cristofori auch unsere altbewährte Meteorologin zur Seite, wo wir schon sehr, sehr viel zusammengearbeitet haben und auf einem sehr hohen Level arbeiten können. Aber es braucht einfach die Zeit am Wasser vor Ort, um wirklich die Arbeit machen zu können und dann bei den Spielen dazustehen und im Idealfall immer zu wissen, wohin man hinfahren muss und wo der Wind dann herkommen wird.